So, ich habe hier das Puma Orange 3 Messer. Das habe ich mir jetzt über die Website von Puma Knives bestellt. Ich habe mir das aus folgendem Grund besorgt, weil ich stehe auf diese farbigen Messer, denn mir ist es schon öfter passiert, dass ich beim Aufbrechen im Revier, wenn man das direkt vor Ort machen muss, dieses Messer ins Gras abgelegt habe und nicht direkt wiedergefunden habe und mehr oder weniger schon mal in die Schneide gefasst habe. Und das wollte ich eigentlich mit dieser Farbe mehr oder weniger umgehen, dieses Problem. So, ich teste mal heute dieses Messer. Ich habe hier einen Bock geschossen, den werde ich jetzt aufbrechen. Und ich zeige euch mal ganz kurz dieses Messer, wie das aufgebaut ist. Wir haben hier natürlich einmal die normale Klinge. Die arretiert hier fest ein, lässt sich lösen hier über diese Funktion. Dann haben wir hier die Aufbrechklinge. Die werde ich natürlich auch gleich benutzen. Die wird auch, lässt sich auch fest einarretieren. Und dann haben wir hier noch eine Säge. Die werden wir wohl nicht heute brauchen. Das Messer ist also sehr massiv und macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Und wenn ich hier die Klinge mal ausfahre, dann sehe ich auch schon, hier ist alles bombenfest und also richtig, richtig gut. Man hat richtig was in der Hand. Das gefällt mir jetzt mal auf Anhieb sehr gut. Vom Gewicht her ist es auch gut, liegt so gut in der Hand. Die Klingen stehen ein bisschen weit raus. Das stört mich vielleicht so im ersten Moment, aber ich probiere das jetzt einfach mal aus und dann sehen wir weiter. Also das Messer ist auf jeden Fall, es ist super scharf. Ja, muss man höllisch aufpassen. Komme ich nicht mit rein mit der Spitze her. Das ist ja ein relativ kleiner Bock. Muss natürlich aufpassen, dass ich hier nicht direkt ins Wildbrett schneide, wenn ich hier den in das Weitloch herumschneide. Na, wie nennt man das? Weitdarm? Nennt man das so? Wenn man erstmal drin ist, funktioniert es wirklich ganz gut. Allerdings habe ich Probleme gehabt, hier erst ich sag mal so ein bisschen anzustechen, weil die Spitze, die ist hier nach oben, ist sie relativ stumpf. Ja, das heißt, ich bin nicht direkt ins Wild oder ins Fleisch gekommen hier. Ich musste wirklich so ein bisschen anritzen und das war ein bisschen problematisch hier im ersten Schritt. Ja, also hier könnte ich mir vorstellen, dass die Spitze vielleicht noch wirklich bis hierhin spitz und scharf ist, um den ersten Stich besser setzen zu können beim Ringeln. Ja, beim Ringeln. So, jetzt machen wir hier mal den Schärfetest. Ne? Also, ich muss ja da reinkommen. Genau. Da irgendwie reinkommen. Hier nehme ich die Aufbrechklinge. Das ist natürlich. Das kannst du aber auch mit dir machen. Ja. Pass nur du auf, da bitte ein bisschen zurück. Ich meine, der ist nicht so stark. Vorsicht mit der Kamera, ich hau jetzt hoch. Also das ist ja hier typisch Aufbrechklinge, das ist gut, die hat auch die richtige Länge. Jetzt kommt das, weswegen ich das mag, wenn die Messer eine Signalfarbe haben. Oder jetzt muss ich das Messer natürlich ins Gras ablegen. Wenn du natürlich von oben ziehst, kriegst du das einfach rausgerissen. Ne? Das ist noch vorne im Leben. Ja, im Grunde ging das ja rucki-zucki. So, ich habe das Puma-Messer jetzt noch im Teich unten gewaschen. Also das geht natürlich super gut und super schnell. Kleines Fazit zu dem Messer. Also erstmal, es ist extrem hochwertig. Die Klinge ist super scharf. Vom Handling her ist es auch wirklich sehr gut, muss man sagen. Ich habe vielleicht, wenn man so will, ein oder zwei Verbesserungsvorschläge. Beim Ringeln war die Spitze ein bisschen zu stumpf. Also ich hatte Probleme beim Ringeln wirklich hin, um das Weitloch oder den ersten Stich zu setzen. Das könnte man mit Sicherheit noch für die Praxis etwas verbessern. Ansonsten die Hauptklinge sehr scharf, Aufbrechklinge super, arretiert auch fest ein. Man hat hier wackelt nichts, also das ist richtig hochwertig, das Messer. Und ja, was vielleicht auch noch ein bisschen besser sein könnte, wenn es so in der Hand liegt, diese Klingen, die gucken schon ziemlich weit raus und die spürt man schon beim Griff relativ stark. Ja, also wenn die ein bisschen versenkter wären oder ein bisschen entschärft wären hier. Aber im Großen und Ganzen also wirklich ein Top-Messer. Von der Farbe her, Signalfarbe halte ich für absolut praxistauglich. Denn wie oft ist man im letzten Büchsenlicht, bricht noch ein Bock vielleicht auf die Schnelle auf, legt das Messer ab und man findet es einfach nicht wieder. Insofern ist diese Farbe eigentlich praktisch wirklich top. Ja, im Großen und Ganzen
aus meiner Sicht ein Messer, was man wirklich empfehlen kann.